Zeit, sich für die Schule fertig zu machen. Wenn du gefragt wirst, ob deine Mutter dir die Kleider rauslegt, dann ist das kein Kompliment. Es muss irgendwo einen Ausverkauf von Kapuzenpullis gegeben haben. Mode ist vergänglich, aber es ist immer eine gute Idee, sich die Schuhe zu binden. Bleibt dran für die Bonusfolge am Ende des Videos. Es gibt einen Kaugummi-Künstler. Wow, das muss ja eine winzige Toilette sein, wenn er in die Kabine fällt. Aber ich glaube, das sollte das Aufheben dieser Papiere beschleunigen. Diese Klopapierrolle bringt ihn auf eine Idee. Schneide sie auf und klebe ein paar Sticker drauf. Das ist die perfekte Lösung, um die Papiere zu halten. Ich schätze also, die Sticker sind optional. Oh, Kumpel, du hast da was auf deinem Pulli. Und genau deshalb machen Deckel so viel Sinn. Sieht aus, als würde er den Pulli mit seinen Lieblingssachen bedecken. Beachte, dass er nichts wirklich befestigt. Und jetzt wird er den Pullover mit Farbe bedecken. Hoffentlich lässt sich das Zeug abwaschen. Wow! Ich hoffe, er hat genug für die ganze Klasse dabei. Hab ich doch gesagt! Und sieh mal einer an. Es ist gut vorbereitet. Es ist eine Kranmaschine. Keine Münzen erforderlich. Wahrscheinlich sollte er das verstecken, bevor der Lehrer es sieht. Nun, das lässt sich leicht beheben. Ein Anspitzer. Zu früh gefreut. Haben wir was, das helfen kann? Wow! Ein Gemüseschäler. Hoffen wir, dass er scharf ist. Na, das könnte eine Weile dauern. Wow, ein Schmetterling. Mit seinem Talent könnte er seinen eigenen Shop eröffnen. Hey, die Kabine ist besetzt. Oh, er hat eine andere Idee. Und hat er seinen Pulli schon gewaschen? Binde einen Ärmel an die Tür und den anderen an etwas an der Wand. Jetzt hat er alle Zeit der Welt. Und er wird eine Weile brauchen. Moment mal, das Nickerchen ist erst in der nächsten Stunde dran. Sie muss müde sein. Das sind ja sogar Hardcover. Oh. Ich glaube, sie mag ihn. Ein Gesichtskissen. Scheint ziemlich selbsterklärend. Yes. Und so bemerkt auch der Lehrer nichts davon. Wenn er nur auch das Schnarchen vertuschen könnte. Der unangenehme Moment, wenn sich dein Notizblock gegen dich wendet. Und dein Radiergummi auch?
Aber auf eine Klebepistole ist immer Verlass. Fahre um die Zwinge herum und füge Glitzer hinzu. Glitzer darf nie fehlen. Und sieht so aus, als wären sie beeindruckt. Zeit zum Essen. Ein Schokoriegel, Kuchen und ein Apfel. Diese Diät muss ich mal ausprobieren. Oh, ich glaube, es ist doch nicht Essenszeit. Machen wir es wie die Eichhörnchen und lagern alles. Wow, er hat mehr Süßigkeiten, als er am Anfang hatte. Nun, des einen zerrissene Socke ist des anderen Bleistifthalters. Und wir können jederzeit weitere Löcher für alle Stifte und Bleistifte hinzufügen. Wow! Zwei dumme ein Gedanke. Keine Handys? Wie bekommt man in dieser Schule so irgendwas erledigt? Na also, viel Spaß mit diesem Magnetstift. Sieht aus wie ein Luftballonhund. Aber mit einem Luftballonhund ist das nicht möglich. Schau dir all diese Formen an. Was ist mit dem Stift? Wow, das ist ja wie ein Fidget Spinner. Natürlich ist der Hauptzweck eines Stiftes, nun ja, das Schreiben. Also entweder habe ich ein Déjà-vu oder er hat das Handyverbot bereits vergessen. Beklebe zuerst das Handy mit doppelseitigem Klebeband und lege dann Buntstifte darauf. Jetzt ist das Handy perfekt getarnt. Hoffen wir nur, dass er die Buntstifte nicht wirklich braucht. Bonus-Episode! Wow, das muss wehtun. Ihr geht es gut, aber dem Pinsel leider nicht. Aber ärgere dich nicht, wenn du stattdessen kreativ werden kannst. Und warum nur mit Farbe? Auch Kaugummi kann Kunst sein. Ist wie Knete, nur klebriger. Und solange du einen Kopf voller Haare hast, kannst du einen neuen Pinsel herstellen. Ein Stäbchen hilft auch. Was für ein süßes kleines Bild. Na komm schon, posiere. Ja, das wird die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Na schau, sogar Dornröschen ist aufgewacht.